Fotos wie mit einer echten Sony-Kamera? Im Xperia 1 Mark IV findet ihr einen richtigen Fotozoom. Wie gut die Bilder in der Praxis tatsächlich sind und was das Gerät sonst noch drauf hat? Wir haben das 1.400 € teure Smartphone für euch getestet. Wie es sich für ein Android-Flaggschiff gehört, sorgt auch beim Xperia 1 Mark IV der aktuelle Snapdragon für eine exzellente Performance. Animationen laufen durchweg flüssig, Ladezeiten sind minimal und AAA-Games zockt ihr mit 120 FPS. Neben der exzellenten Leistung bietet Sony auch die perfekte Ausstattung. Hier dürfen sich sowohl die Android-Konkurrenz als auch Apple eine Scheibe abschneiden. Das Xperia 1 Mark IV trumpft mit Klinkenanschluss, Speicherkartenslot, Staub- und Wasserschutz sowie aktuellem Bluetooth und Dual 5G-SIM. Der Smartphone-Traum ist allerdings die Kamera. Als erster Hersteller verbaut Sony seit langer Zeit einen Zoom, wie ihr ihn sonst nur aus Vollformatkameras kennt. So könnt ihr stufenlos zwischen den Brennweiten hin und her zoomen. Die Vergrößerung erfolgt komplett über Spiegel und Linsen und nicht digital. Das wirkt sich jedoch kaum merklich auf die ohnehin schon sehr gute Fotoqualität aus. Beim Videodreh kommt der Vorteil dafür spürbar heraus. Das absolute Highlight sind die enormen Möglichkeiten der Kamera-App. Die meisten Nutzer sind wahrscheinlich schon mit dem automatischen Basic-Modus zufrieden. Als Fotoenthusiasten habt ihr aber zusätzlich alle Möglichkeiten, die ihr auch von Sony Alpha-Kameras kennt. Mit dabei sind etwa Blendenautomatik oder ein manueller Modus. Für Profi-Videos gibt es zudem die Video Pro App. Hier sind cineastische Effekte und vielfältige manuelle Einstellungen möglich. So macht ihr Filmaufnahmen mit 24 Bildern pro Sekunde. Das 6,5 Zoll OLED-Display ist Sony-typisch im 21:9 Format gehalten und überzeugt im Test mit sehr guten Werten. Nur die Akkulaufzeit könnte besser sein, denn nach rund 10 Stunden wird das Display schwarz. Danach müsst ihr euch rund 2 Stunden gedulden, bis der Akku wieder voll ist. Foto- und Videofans sollten unbedingt einen Blick auf das Xperia 1 Mark IV werfen. Wenn euch das zu teuer ist, ist das OnePlus 10 Pro eine gute Alternative. Das kostet rund 400 € weniger und macht noch etwas bessere Fotos.